Am Jam Music Lab können Musikbegeisterte aus allen Altersgruppen Musikunterricht von den Top-Profis der Universität bekommen. Auch wenn sie Musik nicht zu ihrem Beruf machen wollen, Musik aber ihre große Leidenschaft ist und sie sich als Hobbymusiker, Berufstätiger oder in der Pension weiter verbessern wollen, sind sie am Jam Music Lab richtig. Im Rahmen unserer Programme für Erwachsenenbildung gibt es nun die Möglichkeit, außerordentliche Musikkurse auf universitärem Niveau zu belegen, mit viel Praxis und Unterricht am Instrument, aber auch mit Tipps und Tricks für Musiktheorie und Gehörbildung. Rudi Schauer, der Gründer und langjährige Leiter der Klangfarbe, eines der größten österreichischen Musikfachgeschäfte, hat seit seiner Pension nun endlich wieder Zeit, sich seiner großen Liebe, dem Gitarrenspiel, zu widmen und nimmt Unterricht beim Jam-Gitarrenlektor Oliver Mochmann. Hey, schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich, dich kennenzulernen. Ja, so wie ich dein Gesicht kenne. Aus dem alten Klangfarbe-Magazin. Ja, ja. Aber du hast den Brillenet wieder dabei. Vielleicht wird das heute die Premiere, die weltweite. Du meinst eine gewisse Demaskierung? Eine Demaskierung, ja. Eine Demaskierung für mehr Durchblick, den ich mir von dir erhoffe. Change it. Yeah. Oh, es werde Licht. Ich darf Rudi sagen, oder? Ist der Rudolf lieber? Nein. Don Rudolfo war mal. Die Klangfarbe wurde gegründet im Jahre 1984. Und war damals noch nicht im Gasometer, sondern am berühmten Einsiedlerplatz. Ich habe immer Musik gemacht, aber ich habe mich immer mit der Elektronik beschäftigt. Wir haben Ocarina gegen Verfieserorgel ringmoduliert und damit Klänge erzeugt. Und ich habe auch die Gitarre damals, ich habe ein Swiss-Echo gehabt. Das kennt sie alle nicht mehr, das ist ein Bandecho. Mhm. Da kannst du den Löschkopf ausschalten und da kannst du da einen Sequencer machen. Da haben wir experimentelle Musik gemacht. Wie ich die Klangfarbe gegründet habe, haben wir gedacht, und jetzt kommt die Zeit, wo ich beides wirklich machen kann. Und dann ist natürlich die Musik komplett auf der Strecke geblieben, weil da war überhaupt keine Zeit mehr. Ich habe mich nur mehr ums Kaufmännische kümmern müssen. Aber ich habe mehrere Strats, ich habe aus meiner früheren Bandzeit noch Strats, das waren 60er Jahre, 70er Jahre Strats. Vom Equipment her ist alles da. Das ist eher, die Problematik ist eher eben das Tun und das Begreifen. Ja, Rudi, magst du noch was, magst du noch ein bisschen was nach Hause mitnehmen? Oder sagst, gern, wenn du mir was gibst, was in meiner Reichweite liegt. Was in deiner Reichweite liegt, ja. Ich sehe so viele Leute, die Gitarre spielen und Popsongs singen. Mhm. Und die aber die Slashchords nicht richtig spielen können. Ach so. Da gibt es eigentlich einen Slashchord, der ist wahnsinnig wichtig. Und von dem zeige ich dir zwei Griffe. Auf der dritten Stufe einer Tonleiter würde eigentlich ein Moll-Akkord stehen. Mhm. Wenn man die Terzen übereinander schichtet, über jeden Ton der Tonleiter, dann kommt man zu den sogenannten Stufenakkorden. Das sind zwei der wichtigsten Griffe der Popmusik. Oft gibt es so Fingerpicking-mäßige Nummern, da machen sich die Leute nicht so viel Gedanken über die Akkorde, weil sie einfach lernen, wie man das spielt, aber eigentlich haben wir hier genau diese Slash-Chords. Also er bleibt im Bass auf der siebten und spielt. Und das Einzige, was du dir überlegen musst, hast du den Basston auf der A-Seite oder auf der E-Seite, und dann greifst du eben auf das entsprechende Chord-Shape zurück. 1, 2, 3, 4. Ha ha ha.